Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, in dieser Legislaturperiode hat es so viele Veränderungen in der Rente und Verbesserungen in der Rente gegeben, wie in vielen, vielen Legislaturperioden davor, zumindest seit 1998, nicht mehr. Wir haben die Mütterrente, eine zentrale Forderung. Wir haben der Union, wir haben die vorgezogene Altersrente ohne Abschlag mit 63. Wir haben die Verbesserung der Erwerbsminderungsrente bereits in einem ersten Schritt eingeführt. Als Regierungsfraktion kann man ja nur unendlich dankbar sein, dass das wenigstens von den Linken akzeptiert wird. Und wir haben miteinander die Flexirente auf den Weg gebracht. Und jetzt, in einem weiteren Schritt, bringen wir heute die beiden Gesetze ein für die Verbesserung der Erwerbsminderung und die in der Tat seit langem geplante Ost-West-Rentenangleichung. Herr Kollege Bartsch, ich will Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, 1990 waren die Ostrenten auf 40% des Niveaus der Westrente. Sukzessive hat sich das angepasst. Wir werden in diesem Jahr auf 95,7% kommen. Den Rentnerinnen und Rentnern in dem damaligen Beitrittsgebiet, wie das furchtbar da hieß, geht es deutlich besser als vorher. Und wissen Sie, wo ich mich am meisten darüber ärgere? Die Überleitung der Ostrenten in die Westrenten 1990/91 war eines der größten sozialpolitischen Leistungen, die dieses Land gemeinsam mit der deutschen Rentenversicherung geleistet hat. Und ich halte es für zwingend geboten, dass Sie nicht jetzt mit all den Sonderfällen, die zu DDR-Zeiten mal geschaffen worden sind, mit dem Anspruch hier hereintragen, dass jetzt bitte der Westen auch all die Sonderregelungen, die die DDR macht, auch jetzt nachvollzieht. Ich sage Ihnen, das ist nicht unsere Aufgabe. Meine Damen und Herren, wir verbessern und wollen mit diesem Gesetz, das wir heute einbringen, die Erwerbsminderungsrente ein weiteres Mal verbessern. Ich teile ausdrücklich die Aussage, dass es hier um eine Frage der Gerechtigkeit geht und eine Frage des Respekts den Menschen gegenüber, die einfach aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr arbeiten können. Es ist übrigens auch eine alte Forderung der Christlich-Sozialen in der CDU, die dann auch innerhalb der CDU aufgegriffen worden ist und jetzt gemeinsam in unserer Fraktion Arm in Arm mit der CSU auch gemeinsam in dieser Koalition und dann mit der SPD gemeinsam auf den Weg gebracht wird. Ich halte die Verbesserung der Erwerbsminderungsrente für zwingend geboten. Ich halte es für einen bedeutenden Schritt, wenn dass wir seit 2013 mit dem Beschluss, der jetzt in diesem Jahr anliegt, die Rente, Erwerbsminderungsrente im durchschnittlichen Zahlbetrag um 143 Euro pro Person verbessern. Das ist ein gewaltiger Schritt. Und viele Menschen übrigens, die bisher auf Grundsicherung angewiesen sind, werden durch diesen Schritt auch aus der Grundsicherung herausgeholt. Fürwahr eine wichtige sozialpolitische Leistung. Wir werden im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch einmal prüfen, was denn da möglicherweise noch zu verbessern ist. Aber es ist schon jetzt mit dem, was vorliegt, ein wichtiger und ein zentraler Schritt. Meine Damen und Herren, der Punkt, der mich am meisten dabei umtreibt, ist etwas anderes. Wir haben leider nicht den durchschnittlichen Eintritt in die Erwerbsminderungsrente, Herr Kollege Bartsch, bei 51 Jahren, sondern im Augenblick noch jünger. Das ist ein Punkt, der uns sehr zu schaffen macht. Und viele von denen, die jetzt Erwerbsminderung beantragen, haben vorher nie an einer Präventionsmaßnahme teilgenommen oder gar an einer medizinischen oder beruflichen Rehabilitationsmaßnahme. Mit dem Flexirentengesetz haben wir dieses zielgerichtet auch eröffnet, dass dies rechtzeitig auch eingeleitet werden kann. Auch dies ein wichtiger, zentraler sozialpolitischer Schritt. Was mich aber am meisten bedrückt und mir zu schaffen macht, dass wir die meisten Zuwächse bei der Begründung für die Erwerbsminderung im Bereich der psychosomatischen und der seelischen Erkrankungen haben. Und meine Damen und Herren, das ist nicht nur eine Frage der Arbeitswelt, das ist nicht nur eine Frage der Arbeitsbedingungen,
Das ist auch eine Gesamtentwicklung in unserer Gesellschaft. Und dieser Punkt macht mir sehr, sehr zu schaffen. Wenn wir all die Herausforderungen, die vor uns liegen, im Bereich der Digitalisierung, im Bereich des Tempos, in dem sich die Wirtschaft verändert, mit all den Anforderungen an die Arbeitnehmer, die sich dadurch stellen, wirklich erfolgreich bewerkstelligen wollen, dann geht das auch nur mit Menschen, die gesund sind, in sozialen, persönlichen, psychischen, seelischen Verhältnissen leben, weil sie sonst auch nicht die Kraft haben werden, diese Veränderungsprozesse mitzumachen. Und deswegen rate ich uns, den Blick auch auf diese Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft zu richten und dort dann etwas mehr auch mitzuüberlegen, wie wir denn hier auch präventiv anders miteinander gestaltend tätig werden können. Ich sage das allerdings auch, was mir ebenfalls zu schaffen macht, ist, dass wir im Bereich der Erwerbsminderungsrente auch genau hinschauen, von wem welche Anträge kommen und wie die Anträge bearbeitet sind. Ich stehe ein wenig unter dem Eindruck eines doch unglaublichen Missbrauchsskandals im Bereich von Westfalen, wo jetzt Gott sei Dank die Rentenversicherung rechtzeitig erkannt hat, dass dort in einem nicht unbeträchtlichen Umfang Erwerbsminderungsrentner, also Menschen für die Erwerbsminderung krankgeschrieben worden sind, wo das offensichtlich so nicht der Fall ist, wo ein klassischer Missbrauch und wo ein klassischer strafbare Handlung vorliegt. Das bringt mich dazu, sehr deutlich auch zu sagen, jawohl, wir müssen alle diejenigen, die wirklich krank sind, denen helfen, dass sie möglichst nicht dauerhaft in Erwerbsminderung sind, ihnen aber eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage, was wir jetzt machen, mit einer Erwerbsminderungsrente setzen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir die Prüfung auch so anlegen, dass es denn auch wirklich die Richtigen trifft. Ich bin sicher, dass wir damit viele Menschen auch schützen, die wirklich auf diese Hilfe angewiesen sind. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige Sätze sagen zur sogenannten Ost-West-Rentenangleichung. Ich halte diesen Schritt mit Blick auf die Vollendung der deutschen Einheit, was wir damals schon im Einigungsvertrag reingeschrieben haben, für zwingend geboten. Und wir setzen mit diesem Gesetz einen Rahmen, dass wir das bis 2024 erreichen wollen. Heftige Kritik ist übrigens geäußert worden an der Finanzierung. Dort müssten sozusagen auch die Steuermittel hinein. Es ist auch vereinbart, dass ab einem bestimmten Zeitraum das passiert. Ich will Sie nur der Ordnung halber darauf aufmerksam machen, dass dieser Gesetzentwurf, den wir jetzt vorlegen, weil das technisch nicht anders ging, bereits jetzt schon an einem Punkt deswegen überholt ist, weil der erste Schritt der Anpassung aus eigener wirtschaftlicher Kraft viel schneller erfolgt und wir bereits 2017 dies erreicht haben, was wir uns für 2018 per Gesetz und mit zusätzlichen Mitteln vorgenommen haben. Das zeigt, die wirtschaftliche prosperierende Entwicklung in Deutschland und die gute Entwicklung auch in den östlichen Bundesländern führt dazu, dass aus eigener Kraft die Anpassung schneller erfolgt, als wahrscheinlich wir per Gesetz das vornehmen. Aber mit dem Gesetz geben wir einen rechtlichen Rahmen und damit allen Menschen eine Sicherheit. Und diese Sicherheit und dieser rechtliche Rahmen ist etwas ganz Wichtiges, um deutlich zu machen, dass uns an der Angleichung der Lebensverhältnisse und an der Angleichung der Situation der Rentnerinnen und Rentner sehr viel liegt, wir das sehr ernst meinen und auch angehen. Und ich bin sehr sicher, dass wir gemeinsam auch diese Fragen konsequent auch in Zukunft schultern werden und damit den Menschen ein wichtiges Zeichen geben, dass wir die Alterssicherung in Deutschland als einen wichtigen Teil ansehen, in dem Menschen wissen, dass Rente Lohn für Lebensleistung ist. Rente ist kein Fürsorgesystem, sondern ist Lohn für Lebensleistung. Und ich glaube, je konsequenter wir an diese Dinge herangehen und dies auch deutlich machen, umso mehr werden wir auch, was die zukünftige Gestaltung der Renten angeht, die richtigen Maßstäbe erhalten, wie wir die Veränderungen im Rentensystem zu gestalten haben, damit sie auch nach 2030 zukunftsfest ist. Herzlichen Dank. Markus Kurt ist der nächste Redner für die Fraktion Bündnis 90.